Hallo miteinander. Gestern habe ich ja ein Video gemacht über ein Video von Made My Day. Das Deutsch von mir war da ziemlich auf einem tiefen Niveau. Ich dachte, ich wiederhole es heute und versuche es etwas besser, aber mit einem anderen Video. Es ist wieder so ein Trickvideo, bei dem man Dinge machen muss und am Schluss kommt immer das Richtige raus. Ich mache hier eine kurze Pause, verlinke das Video und danach werde ich es aufklären, warum es funktioniert und werde sogar noch eine bessere Alternative vorschlagen für das Vorgehen, das Sie gewählt haben in diesem besagten Video. Gut, ich hoffe, ihr habt es jetzt gesehen. Um das zu verstehen, müssen wir etwas wissen zuvor, und nämlich wie man Klammern multipliziert. Also, wenn man zwei Zahlen hat, sagen wir 6 plus 3 mal 2, dann kann man das entweder so ausrechnen: Man macht daraus 9 mal 2. Oder man rechnet 12 plus 6, gibt auch 18. Also das eine Mal habe ich zuerst die Klammer ausgerechnet, danach multipliziert. Das andere Mal habe ich mit beidem Einzel multipliziert. Genau. Das ist der Trick. Den muss man wissen. Wenn man das kann, dann versteht man ziemlich einfach, was passiert ist. Sie haben ja gesagt im Video, man soll eine Zahl wählen zwischen 1 und 9. Ich notiere das mal mit 1, 2, 9. Das steht für die Zahl, die man gewählt hat. Danach rechnet man das mal 2. Danach rechnet man plus 5. Und dann das Ganze mal 50. Danach plus 1, 7, 6, 5. Dann minus. Ja, nenne ich es. Gib. Ja. So. Das hier kann auch 1, 7, 6, 4 sein, wenn du noch nicht Geburtstag gehabt hast dieses Jahr. Also, rechnen wir es aus. Also, wir können hier die 50 müssen wir jetzt so rechnen, dass wir sie nach vorne nehmen, also dass wir nicht zuerst ausrechnen und danach multiplizieren, sondern zuerst jetzt multiplizieren. Und dann gibt das 1, 2, 9 mal 2 mal 50. 2 mal 50 gibt 100 mal 100. Plus 5 mal 50 gibt 250. Plus diese Zahl. Minus Geburtsjahr. Das hier zusammen gibt 2015. Oder 2014. Also, was haben wir? Wir rechnen 2015 minus das Geburtsjahr. Ja, das ist das Alter. Wenn du noch nicht Geburtstag hast, musst du eins weniger haben, also 2014. Das ist das Alter. Und danach haben wir 100 mal unsere Zahl,
Das gibt einfach zwei Nullen. Also das 1 wird 100, das 2 wird 200. 9, 900. Also haben wir zuerst haben wir diese Ziffer und danach das Alter. Daraus sieht man, dass es nur funktioniert dieses Jahr. Es funktioniert, dieses Video wird nächstes Jahr nicht mehr stimmen, weil das immer 2015 gibt. Morgen, nächstes Jahr ist 2016. Dann geht das nicht mehr auf. Ja. Ich habe eine Alternative. Ich fand das irgendwie zu billig etwas. Und möchte diese jetzt hier präsentieren. Und es beginnt schon schwierig, wieder eine Zahl aussuchen. Zwischen 1 und 9. Also das Ergebnis wird gleich sein. Aber es funktioniert auch die anderen Jahre. Man soll eine Zahl nehmen zwischen 1 und 9. Also 0 ginge auch, aber dann sieht man den Trick viel zu schnell. Und diesmal sagt man zwischen 1 und 9. Und danach rechnet man das mal 1,2308. Rechnet das plus 25. Das mal 25. Das dividiert durch 4, das mal 13, das plus das Jahr, das wir jetzt haben, also nur die letzten zwei Ziffern, also irgendwie 15, dann minus 32, dann minus Geburtsjahr. Und das gibt nichts Rundes. Und wenn du schon Geburtstag hattest, musst du jetzt aufrunden auf die nächste ganze Zahl. Dann wird wieder dasselbe rauskommen. Es wird deine Zahl zu Beginn sein plus dein Alter. Wenn du noch nicht Geburtstag hattest, musst du abrunden. So, wie funktioniert der Trick? Also diese Zahl schreibe ich mal anders. Ist 16 geteilt durch 13. Zahl 1, 2 bis 9. Mal 16 mal 25 mal 13 geteilt durch 13 geteilt durch 4. So, was gibt das? Mal 13 geteilt durch 13 können wir kürzen. Mal 16 durch 4, das gibt 100. Man glaubt es kaum. Ich habe einfach umständlich mal 100 gerechnet. Und dann haben wir noch 25 mal 25 mal 13. Geteilt auf 4. Und das gibt, wenn man es ausrechnet, 2031,25. Gut, das rechnen wir ja. Minus 32. Dann rechnen wir plus 15. Plus das Jahr heute, dann sind wir so. Das haben wir jetzt ausgerechnet. Ich schreibe es nochmal einfach fertig auf. Ein bisschen übersichtlicher. Das ist es eigentlich ausgeschrieben, wenn man es nicht so kompliziert rechnet. Das hier gibt ungefähr das Alter. Und zwar, wenn man schon Geburtstag hatte,
ist man das halt. Das gibt ja einfach wieder 100, 200 bis 900, je nachdem, welche Ziffer du gewählt hast. Und danach gibt das, wenn du schon Geburtstag hast, hat es aufgerundet dein Alter, und wenn noch nicht, dann abgerundet dein Alter. Ich hoffe, die Qualität war besser und ihr hattet Spaß am Video.